bisschen mehr Platz auch für die Bayern. Michael Rummenigge. Schäfer. Immer noch Rummenigge. Wohlfahrt. Ein ganz gefährlicher Schuss abgefällt von Karl-Heinz Wörfler. Das 1:0 für den FC Bayern in der 34. Spielminute. Karl-Heinz Wörfler ging in diesen Linksschuss von Wohlfahrt. Fällt ihn unglücklich ab. Hier haben wir Rummenigge nochmal. Der Pass nach außen. Und wie eine Bogenlampe senkte sich dieser Ball über Torwart Jäger. Da sehen Sie, steigt hoch und keine Chance für den Stuttgarter Torwart. 1:0 also für den FC Bayern, die 34. Minute. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht tut dieses Tor, das wir jetzt noch einmal in der Zeitlupe sehen, diesem Spiel gut. Denn eine Entscheidung fällt ja hier heute auf jeden Fall. Nun muss Stuttgart kommen, muss sehr viel mehr riskieren. Haben die Bayern mehr Platz zum Kontern. Michael Rummenigge, Matti in der Mitte und Wohlfahrt. Und er ist drin, der Ball. Ebenso schön wie das Tor von Wohlfahrt war sicher die Flanke von Michael Rummenigge, als in der Mitte Matti wartete und Rummenigge sah, dass Wohlfahrt hinter der Abwehr besser postiert war. 2:0 für den FC Bayern, 42. Minute. Jetzt sehen wir es nochmal, diese Linksflanke. In der Mitte Matti und er zieht die Flanke über die Abwehr und da hinten steht. Sehr schöne Einzelaktion, zweites Tor durch Roland Wohlfahrt. So, und weil es so schön war aus der Bayern-Sicht, aber es war sicher auch ein schönes Tor für den neutralen Beobachter, denn wir sind beide Mannschaften gleich sympathisch. Das 2:0 durch Wohlfahrt zum dritten Mal. So, jetzt müssen die Stuttgarter natürlich komplett ihre Taktik ändern. Sie nehmen die Bayern sehr spät. Sie müssen sehr früh angreifen, früher kontern. Flügler. Schönes Tor! Michael Rummenigge. Das 3:0 in der 65. Spielminute. Ich dachte, dass Flügler den Ball zu Dieter Hönes spielen würde, der fast noch besser stand. Exakter Pass auf Michael Rummenigge. 3:0. Da haben wir den Flüglerball. Unhaltbar für Jäger. Ja, meine Damen und Herren, das müsste eigentlich die Entscheidung sein. 65. Spielminute. Das 5. Pokaltor von Michael Rummenigge. Für den FC Bayern. Und die nächste Chance läuft über Dieter Hönes. Flügler. Und Michael Rummenigge noch einmal unter 4:0. Ja, und wer Sie hier den Torschützen sehen, jubelt in der Eckfahne ganz still für sich alleine. Hansi Flügler, jetzt kommt Rummenigge zu ihm, denn das war auch sein Tor. Ja, so gehört sich das. Flügler aus dem Laufen heraus, eine präzise Flanke. 4:0, 72. Spielminute. Also damit ist wohl endgültig alles klar. Schwer zu spielen, dieser Ball für Flügler. Präziser Kopfball. Der Armin Jäger im Tor, der kann einem fast leid tun, denn an allen 4 Treffern, da gab es wirklich nichts zu halten. Dieser Kopfstoß, 0 Chance für Jäger. So, 4:0, damit müsste eigentlich alles klar sein. Schade, dass der VfB so deutlich in diesem Finale unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ist es das? Das ist das 1:4. Die Peter Pauli deutet auf den Mittelkreis. Guido Buchwald, 76. Spielminute, das 1:4. Jean-Marie Papp, der natürlich ungern ein Tor kassiert, aber bei diesem Spielstand
nimmt er es im Moment noch nicht. Sonderlich tragisch. Kurze Minuten blieben theoretisch noch. So, jetzt bin ich gespannt, ob der VfB sich noch einmal aufbäumt. Mal vorbildlich in Einstellung sind und sich dann so langsam aber sicher in ihrer Karriere durcharbeiten. Bis in den Süden Europas und Macke. Wohlfahrt. 5:1, aber das war es dann wohl endgültig. Martin, der in einer Situation zögerte, wo andere Bayern-Spieler sicher das Tor gemacht hätten hier. Das unterscheidet ihn von den Torjägern. Die Wohlfahrt, der zieht sofort ab. Hat ein bisschen Glück. 5:1, drittes Tor Wohlfahrt, 2 Tore Rummenigge. 78. Spielminute. Situation noch einmal. Roland Wohlfahrt, der den VfB Stuttgart fast allein erschoss, aber in einer Bayern-Mannschaft, die so nach 30 Minuten richtig auftauchte, glänzendes Fußballboot. Strafen um die beiden Torschützen. Dagegen zu Klopp über Klinsmann. Anschlusstreffer. Ja, jetzt könnte ja dann doch noch sogar ein Rekord schützen festgeben. 2:5, nur noch 85. Minute, Wiederholung. Klinsmann, der sich durchsetzt. Ein sehr beweglicher Mann. Lange genug wartet, bis fast auf eine Ecke festlegt. Das 2:5. Flügler bei ihm. Jetzt guckt er nochmal, lange Ecke. 2:5, 7 Tore in einem Pokalendspiel, meine Damen und Herren. Was will man mehr, wenn man nicht Anhänger der einen oder der anderen Mannschaft ist oder wenn man Leistung objektiv anerkennt. Bayern mit einer tollen Leistung. Ein farbiges Pokalspiel. Der VfB mit 2 Treffern.